Herr Köber, ist das jetzt ein neues Streifenfahrzeug, in dem wir hier sitzen? Also wenn es eins wäre, dann wäre es ein Mannschaftstransportwagen. Aber es ist tatsächlich jetzt in unseren Farben eine Straßenbahn, die unsere polizeilichen Themen transportiert. Sie gehört nicht uns. Wie kam man denn auf diese Idee, eine Polizeibahn einzurichten? Diese Idee, die wurde gemeinsam geboren zwischen Polizei und RNV und dem Präventionsverein. Alle, die hier beteiligt sind, wir haben mal überlegt, wie können wir unsere Partnerschaft, die wir schon seit einigen Jahren auch pflegen, noch ein Stück weiter bringen, nach vorne bringen. Und da kam uns diese Idee, vielleicht eine Straßenbahn so als rollende Werbetafel für die Polizei zu nutzen. Und die Entwürfe wurden gemacht und jetzt denke ich, ist hier ein ganz überzeugendes Ergebnis anzuschauen. Was ist denn jetzt konkret die Message und wie soll diese Bahn jetzt dazu beitragen? Die Message ist schlicht und einfach, dass wir die Vorbeugungstipps, die die Polizei ja allenthalben gibt, auf den Seitenwänden sehen kann. Also zum Beispiel Einbruchsprävention oder Zivilcourage, was ja gerade im öffentlichen Nahverkehr durchaus ein wesentlicher Punkt wäre, dass die Menschen, wenn es irgendwo schiefläuft, sich melden und der Polizei Bescheid sagen. Und diese Message wird gegeben und gleichzeitig auch haben wir es genutzt, um ein bisschen Nachwuchswerbung zu betreiben und darauf aufmerksam zu machen. Der ganz besondere Punkt bei Straßenbahnen ist, sie bewegen sich im Raum und das Auge folgt der Bewegung. Und damit ist eigentlich sichergestellt, dass die Aufmerksamkeit auf die Straßenbahn und ihre Botschaften gelenkt wird. Und das in unserem Sinne. Ich finde das ganz toll. Hat das da nicht auch so ein bisschen Abschreckpotenzial? Man steht da nichts an der Haltestelle und plötzlich sieht man so einen Polizeiwagen oder sowas Polizeiähnliches vorbeifahren. Also der Bürger erwartet ja eine Straßenbahn und das ist es ja auch. Er sieht nur dazu noch unsere Botschaft. Wir kommen da ja nicht mit Einsatzkräften aus dem Wagen gesprungen, mit Tatütata oder sonst was, sondern ich denke, das ist ein sehr gelungener Beitrag dazu, unsere Botschaften in die Welt zu tragen, sie wahrzunehmen und das in durchaus sehr positivem Sinne.